Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal Pokebazi vorbei. Sneebos bester Name? Nein. Sneebos ist echt ein beschissener Name. Er macht seine Arbeit for real mega gut. Ja, sagt das mal meinen Chefs, die appreciaten mich nicht. Deswegen habe ich auch gekündigt und gesagt, dass man mit dem Chef nicht diskutieren kann und ich ihn nicht respektiere, weil er mich nicht respektiert. So. Ickmar kann Bugbite lernen. Ja, wir brauchen noch keinen Fury Cutter mehr. Außerdem haben wir Schwarm Bugbite. Oh mein Gott, es hätte den Disco Boy gegeben. Falk heißt er. Nein, Falkner. Also lass mich in Ruhe. Warum haben die den Bereich hier weggemacht? Sneebos ist der schlechteste Name, den es gibt. Ja, gibt schlechtere bestimmt, aber ich finde den auch nicht so nice. Der Brian Schmidt, Dankeschön für dein Follow. Wie gesagt, es tut mir unfassbar leid für alle Leute, dass gerade tatsächlich alles so rumspackt und Stream Elements sie nicht im Stream anzeigt oder beziehungsweise richtig hart versetzt. Aber ich lese mit. Wenn ich einen Follow im Chat überlese, dann dürft ihr den gerne einmal nochmal reinschreiben, dass ein Follow reinkam, dass ich nochmal gucke. Wolfi, Dankeschön für dein Follow. Sag mal, wann du gefollowt hast. Das sieht ein bisschen weird aus. Bin ich der Einzige, der den weird findet? Mobile, ja. Perfekt. Pikachu ist zum Beispiel ein scheiß Name. Pikachu ist ein legit guter Name. Ich will auch nichts von Bazi. Nee, danke. Der schreit dann durch die Wohnung, weil Shiggy nicht drin bleibt. You know what? Lass das unkommentiert. Also mich hast du direkt gesehen. Ja, dich habe ich gerade gesehen. Deswegen nur, falls ich jemanden nicht direkt sehe, schreibt es gerne nochmal rein. Der heißt Falco. Nennen wir ihn jetzt Falco. Ich könnte jetzt einen darken Joke machen, aber das ist unter meiner Würde. Psybeam jetzt schon, ja! Weg für Tackle. Oh, wobei ich hätte Härter wegmachen können. Unknown. Oh, stimmt, warte mal, die alle, die haben Unlicht, ne? Survive. Falco ist der Typ aus Star Fox. Fast. Falco ist tatsächlich. Zählt Falco nicht irgendwie als erster Rapper? Also, ich meine, ich wollte gerade sagen Deutschland, aber Falco war ja Österreicher. Aber ist ja trotzdem Deutsch-Rap in der Hinsicht. War das nicht tatsächlich so ein bisschen, nenne ich es mal, der erste? Also, ich weiß, dass Falco der erste war, der mit einem deutschen Lied oder einem Lied auf Deutsch in die Billboard-Charts, glaube ich, auf die 1 gekommen ist. Da hat sie Poke-Crush. Ich hab sowas nicht. Alleine die Tatsache, dass sehr viele Pokémon-Charaktere halt einfach minderjährig sind, schreckt halt ein bisschen ab. Wenn wie Valentina zum Beispiel, Le Dave, danke für dein Follow, weil Cynthia nice finden, dann verstehe ich noch, weil das ist zumindest im Franchise eine erwachsene Frau. Und ich finde es auch okay, dass Elea zum Beispiel, ihr Platan war es crushed, das ist okay, dass ein Erwachsener, wenn halt Leute irgendwie so Serena oder Maike oder sowas richtig hat crushen, finde ich es ein bisschen weird, weil die sind halt 10. Falco ist der blaue Vogel aus Star Fox. Habt ihr gefolgt, als du Raupi gerade den Namen gegeben hast? Dann hängt das echt ein bisschen hinterher. Hörst du die Stimme, die dir sagt, Into the Dark? Den gette ich nicht an. Ja, wie gesagt, so, wenn du einen Erwachsenen crushen, ja, go for it. Du kannst auch meinetwegen, keine Ahnung, irgendwas crushen, was halt nicht offensichtlich minderjährig ist. Ich sag nur Misty, Geraldine, Maike, Serena, Mary. War ich schockt tatsächlich. Oh, oh, oh. Ich hab einfach Nakomo mit Drizzle. Wir crushen alle dich. Och Mann. Kommt alle in mein Bett. Was mache ich gegen Nakomo? Läufer? Nee. Obsidian ist aber stärker. Ja, perfekt. Hex? Ja! Einmal Hex bekommen, sehr gut. Da haben wir eine Geisterattacke auf dem Ding. Serena mit langen Haaren gleich Serena mit kurzen Haaren. Ich glaube, ich mag Serena mit kurzen Haaren. Tatsächlich finde ich die cooler vom Design her. Alle auf Bazi. Ich bin doch eh schon an deiner Decke. Wenn du auf dem Rücken liegst, dann siehst du mich ja eh schon. Stimmt, ich habe 400 Rare Candies. Die habe ich mir nicht ercheatet. Warte mal.
Wir können die Wise Glasses einmal Liam geben. Liam mit Brille. Und warte. Habe ich jetzt gelernt, damit ich es nicht vergesse. Wir können einmal unsere Pokémon so heilen, dann müssen wir nicht zurücklaufen. Ist Flavia 18? Ich weiß es nicht. Das ist, by the way, falls der Justin noch da ist, auf der Arbeit immer super, super, super weird. So, du denkst dir so, du bist halt gerade, nenn ich's mal, machst halt, also es ist halt, wie sagt man das so? Ich arbeite halt so ein bisschen in der Freizeitbranche, ne? Und da kommen halt Gäste. Und da hast du so einen weiblichen Gast und denkst dir so, hey, die sah ganz cool, die sah nicht schlecht aus so. Denkst du dir halt so. Und das Ding ist, wir können halt, wenn wir da Sachen fertig machen, sehen wir halt, natürlich sagt niemand so, aber sieht man halt einfach Name, Adresse und sowas, was halt eingegeben wird, womit die eingespeichert sind. Und dann siehst du halt so, die ist 15 und dann ist ja halt so, komm schon. Einfach, nee. Das ist Valerie über 18, da war nochmal Valerie. Warum nimmt uns ein Kramchef komplett auseinander? Meistens ist die Frage, ist sie 18 schon ein Indiz, dass sie eventuell zu jung ist? Das ist Fena. Stimmt, die hat ein sehr cooles Design, by the way. Wedding-Folge. Du meinst die von Fukui? Heutzutage schwieriger als heute. Ja, glaub mir. Wenn du da stehst, wo ich heute stand, du denkst dir das bei super vielen Leuten einfach so WTF. Wir gehen mal auf Double Kick und hoffen. Oh, das macht wenig. Foul Play! Auswechseln, auswechseln, Igma! Das. Na! Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich kann nichts gegen Verfolgung machen. Ich kann nichts gegen Verfolgung machen. Wing Attack auch noch. Ich möchte an der Stelle ganz kurz erwähnen, dass ihr über Raupi gelacht habt, okay? Ihr habt diesen kleinen Wurm genommen, ihr auf den Podest gestellt und dann über ihn gelacht. Und der hat mir gerade diesen Run gerettet, weil er im Gegensatz zu Mantidea einen sehr effektiven Flügelschlag von Kramchef getankt hat. Wenn ihr jetzt nochmal was gegen kleines Raupi sagt, der ist zu einem wunderschönen Schmetterling geworden, dann sitzt aber was, dann setzt was, ne? Was geht ab, Dino Horst? Ist Flammirex ist Feuerkampf? Dachte immer, der ist Mono von. Nein. Poison-Powder. Ihr habt über ihn gelacht. Ich meinte der Käferkampf? Dunspawn, nein. Ganz ehrlich, ich finde Sleep-Powder tatsächlich besser als Poison-Powder. Ich glaube, das ist tatsächlich gegen Falk wichtiger. So, kriegt Golfer einmal die Wise Glasses. Und dir geben wir einmal die Aura-Berries. Warum habe ich 100 Pomegberries? So, Leute, gehen wir auf Gardevoir senden. Nee, wir reden da nicht drüber. Nee. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 27. Hier gibt's einen Hakomo. Ich will einen Hakomo haben. Und jetzt gehe ich, by the way, zurück zum Heilen, weil ich die Pokémon in den Himmel bringen möchte. Wallpaper 3, Sky, da haben wir den Himmel. Mach's gut, Liam O2. Ich freue mich auf Liam O3. Und Igma ist auch gestorben. Die Pomberry sind auch im Content Creator Mode erhalten für Freundschaft farmen.
Das finde ich tatsächlich ganz nice und das würde ich auch nutzen. Schwiegersohn Jan ist jetzt da. Jetzt ist der Schwiegersohn da. Naja, ohne Witz, Kramchef. Ich wusste schon, dass Kramchef nicht hops nimmt. Ich dachte gerade, hey, Steffen ist doch nicht so viel älter als ich, aber ich vergesse immer, dass ich ja selber schon 25 bin. Du bist selber einfach eine Oma. 2 Sekunden weg, zack, 2 Minuten. Was ist passiert? Kramchef ist passiert. Und ich mag Kramchef, ne? Aber ich hasse Kramchef gleichzeitig gerade. Oh, es gibt ja einfach so Wein. Wir sind hergekommen, um Phantoros und Mantidea zu ehren. Ruhe den Frieden. Was geht ab, Trump? Verpiss dich. Hallo nach Tara. Es guckt richtig abgehoben, ne? Schon gut. Hab ich gegen dich schon gekämpft? Ja, okay, du hattest das Kramchef, ja. Hallo, Giflor. Ich schwitze mir einfach einen zurecht, ist einfach schrecklich. Ich habe da vorne einmal auf dem Boden einen, der mich so hier von der Seite ein bisschen anpustet. Und auf dem Schreibtisch nochmal einen kleinen. Togepi! Mit Interpreted Sword, Alter. Gib mir Boosts! Kann nicht. The Fairy. Stimmt, das war so ein Boss-Battle. Haben wir und da ist noch ein Urlaub. Wir gehen erstmal. Okay, wir kriegen passiv, guten Passivschaden drauf. Ich bin eingeschlafen. Okay, so. Willst du mal eine Pokusan-Torte machen? Wäre eine coole Idee eigentlich. Ich glaube, wir müssen einmal in den Golfer gehen und hoffen. Sabine. Warte, ich gehe schlafen. Gute Nacht. Schlaf gut. Haben dich lieb. Das ist aber schön. Aber dir auch eine gute Nacht, Elia. Schlaf schön. Hab ich. Swagger, komm. Hochtick ist aber auch einfach ekelhaft. Danke. Halleluja. Dann hab ich ja nur was vor. Dings. Gleich kommt ein Metronomfight. Noch ein Matschottmon. Nehmen wir. Sehe ich tatsächlich eher als Sandtum. So, Infinite Repel ist nice, aber erstmal das Pokeweil anmachen. Wie wär's mit Skelabratoast? Also Skelabratoast sehe ich jetzt halt eher weniger. Rababier ist damit auch endlich mal da. Lohnt sich Pokebuddies Videos zum Einpennen? Sollte man abonnieren? Ja? Ja? Was ist das für eine Frage, Elia? Das ist wirklich eine rhetorische Frage. Richtig, ja schon, für deine Erwähnung, die vielleicht im nächsten Video. Das ist eine Möglichkeit, ich muss nämlich heute tatsächlich eins aufnehmen. Die Möglichkeit ist da, vielleicht, wobei YouTube aktualisiert das erst morgen. Und sollte man Luft atmen? Warum ist da wieder ein Undicht-Pokémon? So, das Ding ist... einfach einen Draco-Sold gegeben. So spät aufnehmen, ja. Das ist leider der Nachteil, wenn man Vollzeit arbeitet und dann den Stuff hier noch macht. Also ich kann mir Pokébuddies Videos nicht zum Einschlafen anschauen. Nur so mir, das ist okay. Tritt halt auf mich drauf, wenn ich am Boden liege. Komm, morgen ein spannendes Video. Eigentlich sind alle deine Videos mies geil. Was morgen kommt? Soll ich spoilern? Wollte ich es wissen? Nee, morgen machen wir uns tatsächlich mal ran. Ich habe jetzt so ein Video schon mal gemacht. Eclipsa, den habe ich vorher nicht gesehen, zum Beispiel im Chat. Dankeschön für dein Follow. Auf der Arbeit aufnehmen. Gott im Himmel, nö. Wir haben ja letztens mal gemacht, welche Pokémon den Soundtyp hätten. Und diesmal werden wir uns tatsächlich ranmachen und gucken, welche Pokémon denn potenziell den antiken Typen kriegen könnten. Das wollte ich ja schon länger machen. So, warte mal. Was haben wir denn hier für Items? Ich weiß ja, dass ich auf jeden Fall ins Museum muss. Und ich habe echt Schiss. Der lässt mich noch nicht durch. Da kommen wir auch noch nicht durch. Mit dem Chef ein Video aufnehmen. Das Ding ist, die Chefs wissen nicht mal hier was von. So viele Angestellte wissen es inzwischen. So gerade der Freundeskreis, mit dem ich chill. Die wissen das alles. Ist doch alles Tutti, aber die Chefs wissen es nicht, weil es geht ja halt auch einfach nichts an. Stimmt, das Eifel 5000. Oh, warte.
ist das Nugget. Das wollte ich haben. So. So, wir werden jetzt wieder ein wenig laufen müssen. Hier unten kriege ich auch nochmal den Counter, dann holen wir uns auch gleich. Aber erstmal will ich gucken, was in diesem Ei drin ist, weil ich kann mir leider nicht viele Bälle leisten. Deine Livezeit, wenn die so ist, finde ich perfekt ab. Ab mir erstmal neue Arbeiten, da Arbeitszeit immer von 14 bis 23 Uhr, so kann ich wenigstens noch reinschauen. Es wird auch nicht immer so bleiben, muss ich sagen. Wird auch nicht immer so bleiben. By the way, Kelax, dankeschön für dein Follow. Habe ich gerade erst gesehen. Mir wird schwindelig. Warte, nein, wir können nichts anderes machen. Das muss leider sein, Valentina. So brütet man Kinder aus. So macht man Kinder. Man läuft ganz schnell hin und her und irgendwann schlüpfen die. Wenn ich eine Erwähnung kriege, geht das Video viral. Das Ding ist, ich erwähne immer die beim YouTube oben anzeigt. Gerne, Valentina. Also wenn du mal irgendwas brauchst, so, keine Ahnung, wenn du lernen willst, wie man mit Kindern umgeht, frag gerne, ich helfe. Ist voll okay, dass du da noch ein bisschen unerfahren bist. Hallo Kev, was geht ab? Hab Valeries genau das Alter rausgefunden. Ich glaube, ich will es nicht wissen. Ja, wir können in den Diktatunnel von. Na, es ist nicht der Diktatunnel an sich. So, wackelt es jetzt wenigstens schon, das Ei. It's making sounds. Was kommt jetzt zuerst? Sounds oder Bewegungen? Wie gesagt, die Namen werden oben angezeigt, die neuesten. Und YouTube braucht da immer so einen Tag zum Aktualisieren. Also wenn du jetzt abonnierst, was du trotzdem tun solltest, wirst du morgen wahrscheinlich nicht erwähnt. Weil das bis morgen nicht aktualisiert. Schreib dir ein Post-it. Hallöchen, Juna! Jetzt bewirb. Okay, jetzt die Frage, was kriegen wir? Hoffentlich irgendwas Geiles, bitte. Bitte, 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 bitte. Magma, komm schon! Drillinge! Wir haben Drillinge! Ja, schreibt zu früh rein, Elia. Ich hab's noch nicht mal gestartet. Ihr habt's noch nicht, ihr seid zu früh. Kinders. Es kann mal passieren, dass man zu früh kommt, ne? Das ist ja echt nicht schlimm, ne? Wir sind nach 22 Uhr, ich darf diesen Talk machen. Aber jetzt dürft ihr reinschreiben. Ja, Juna, wir haben von einem Kramchef aufs Maul bekommen. Jetzt dürft ihr Hashtag-Name reinschreiben, wenn ihr das Drillingsmon sein wollt. Ich find's schön, wir haben einfach Drillinge bekommen. Den werden wir zum Beispiel, sollen wir den jetzt noch? Ja, den werden wir zum Beispiel mit den, Sonnenbonbons wahrscheinlich straight off Level. Sollen wir den straight off Level Dings bringen? Der Brian Schmidt, jetzt auch dein Follow da, dankeschön. Auf Level 15 bringen. Oder soll man im Gras halt einfach trainieren? Weil eigentlich kann ich jetzt halt mit den anderen zwei Mons, kann ich das halt eh easy hoch trainieren. Dann kriegen sie halt noch ein paar EVs mehr mit. Einfach Kusha gebreedet. So, hat jeder reingeschrieben. Es haben 16 Leute. Ich zähle jetzt von 10 runter. 10. 9. Diesmal zeige ich auch. Ich zeige wieder nicht den Mittelfinger. 8. 7. 6. 5. 4. Alter, Kev verschenkt 2 Abos an. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Und Mr. Odler. Dankeschön, Kev, für die 2. Ich war bei 4, ne? 3. Warte. 3. 2. 1. Wenn der Starter nicht stirbt, wäre es ja auch nicht Barzi. Das ist halt leider wahr. Und wir ziehen und es gewinnt. Valentina einfach. Da hat die Valentina wohl gewonnen. Das ist sogar ein weibliches High Dragon. Na, eifersüchtig, Elia? Aber das ist nicht schlimm. Valentina wird safe call irgendwann sterben. Ich kenne mich. So, und jetzt, was hat High Dragon für eine Fähigkeit? Bitte, eine richtig hart OP-Fähigkeit. Bitte, bitte, bitte. Erstmal, wir haben East Relax und wir haben Techniker. Und schon Flame Burst. Das ist halt nicht mal bad. Steffen hasst mich einfach. Was er fast. Mit dem Gefallenstück. Elia ist eifersüchtig. Elia mag es nicht, wenn ich mit anderen Frauen zu tun habe, müsst ihr wissen. Die ist da ganz. Da ist die Böse. So, wie viele Bälle kann ich mir hoffen?
So, 4 Stück. Wow. So, erstmal werden wir aber kurz trainieren gehen. Focus Energy brauchen wir nicht. Jetzt will ich eine Erwähnung ganz am Anfang vom Video. Nö! Ich fliege wieder kurz. Hallo Rastadero. Ich meine, du wärst an sich ganz cool gewesen, aber trotzdem. Hallo Jugong, du warst in der Tat sehr, sehr cool gewesen. So, ich glaube, jetzt können wir tatsächlich einfach sagen, kurz, wir nehmen die Rare Candies. Weit. Ja, eine Unlichtattacke nehmen wir auf jeden Fall, vor allem, weil die einfach Techniker boostet ist. Headbutt. Für die Fury Swipes. Headbutt hat 70, ne? Ja. Das hat die Fury Swipes. So, 15. Weil 15 ist Level Cap. Wir machen das auch nie über die Level Cap, by the way. Bin, by the way, immer straight für Rare Candies. Ja, dass du das bist, weiß ich. Wir werden es aber nie über die Dings machen. Über die Level Cap. Haben wir irgendein gutes Item für Valentina? Wahrscheinlich einfach auch eine Beere. So. Jetzt haben wir 31er Combo. Es geht doch auch nicht über die Level. Das weiß ich nicht. OBM, geht's über die Level Cap? Und Kev sagt auch, geht's über die Level Cap? Achso, Schlauglas. Ja, das hat Golfer. Weil Valentina ist noch ein bisschen zu physisch unterwegs. Zombaxer, Dankeschön für dein Follow. Wird nachher irgendwann auch noch angezeigt. Marzivine, was nö? Du kriegst keine Erwähnung. Nur wenn du oben zufälligerweise stehst. Wird ja irgendwas Cooles, was ich auch fangen kann. Ja, Flampion nehme ich. Wie schwäche ich den? Valentina einmal. Hecke. Valentina, ablecken. Rollout. Kannst du bitte drin bleiben? Okay, hat die Attack avoided. Lick ist halt. Ich meine, wir können jetzt in 31er-Kombo gehen und einmal absorben. Das sollte eigentlich noch gehen. Kann man nochmal die Cheatcodes reinschreiben, die Barty benutzt? Das darf gerne jemand mal machen. Swami, es gibt ein Dislike. Tja, die kannst du eh nicht sehen, nur ich kann die in meinem Studio sehen. Komm schon, da. Bleib drin. Komm schon, Darumaka. Lampion. Geht es über den Level Cap? Sonst nicht. Ich habe es mal aus Versehen gemacht, okay. Ist egal, wir werden es gar nicht erst probieren. Aber kann das Ding jetzt drin bleiben? Dankeschön, Flampion haben wir. Das heißt, wir createn ein Giveaway. Wollt Elea nicht schon längst ins Bett vor allem? So, hier können wir den Hashtag Namen in den Chat reinschreiben. Habt ihr alle euer Victini in Schwert und Schild geholt? Ich nicht. Also wir sind fast 60 Leute, ne? Es ist unfassbar, wie Twitch aktuell abgeht, ne? Davor auch ein bisschen mit Valentina telefoniert, da haben wir auch nochmal darüber geredet. Es ist unfassbar krass, wie das abgeht. So 60 Leute, die straight halt einfach zugucken. So, ich hab euch lieb, aber why? Es ist unfassbar. Es ist aktuell einfach eine unfassbare Zeit. Halleluja. Porti, absolut Porti. Hier ist immer Porti. Ich meine, guckt einen dicken Jungen im Internet zu, wie er Pokémon spielt. Ich weiß nicht, was er nicht stimmt, ob was mit mir nicht stimmt oder was mit euch nicht stimmt. Weil wir einen Barzi-Crush haben? Ja, Igma, du auf jeden Fall. Komm schon, Igma. Nach all den Jahren. Du hast sogar meine Call of Duty-Commentary schon geguckt, okay? Okay, geht nicht über die Level Cap. Okay. Okay, da muss ich halt andere Pforten setzen. Ich hoffe, deine Ärmel rutschen beim Händewaschen runter. Plot Twist, ich trage T-Shirts. Also, er hat gesagt, dass er uns liebt. Also hat er mich lieb. Ich habe euch alle lieb. So, wir ziehen jetzt jemanden und es ist Just Time. Halleluja. Guck mal, ist doch wunderbar. Hast du heute so eine Unterschrift von so einem Dude bekommen und darfst jetzt auch noch in seinem Projekt sterben. Dann rutscht der Löffel ins Müsli. Plot Twist, ich esse mit einer Gabel. Ah. Habe ich das eigentlich announced? Ja, ne? Okay, ja. Geil, alles erreicht im Leben.
So, dann Just Time. Hab ich jetzt richtig geschrieben, ne? Ja, genau, Just Time. Alter! Faxe, danke schön für deinen Prime Sub. Super lieb von dir, danke, Mann. Und wir haben Thief. Und ganz im Ernst? Ganz kurz? Nee, wir behalten Biss. Wir können Just Time beibringen. Tackle, Rollout, Incinerate und Rage. Ja, Rage brauchen wir nicht. Und Smackbook kann sich lernen. Was bringt normal Dex All in dem Game? Ich hab keine Ahnung. Ach stimmt, in älteren Versionen könnte man einen Sonnenbaum oder das Level-Cap beschreiben, oder? Wahrscheinlich ging es den älteren und es wurde dann gefixt. Find's auch cool, dass das Ding hier immer weiterentwickelt wird, ne? So, okay. Mit welchem Flugmon leadet der nochmal? Das dürft ihr kurz reinschreiben, mit welchem Mon. Ich hab's ja quasi schon gesehen. Wobei, Just Time werde ich auch nochmal ganz kurz. Ich könnte den jetzt auch nochmal leveln. Firefang. Und Headbutt nehmen wir auch noch für Tackle. So. Geronimatz war's, okay. Dann würde ich straight mit 31er Korbo liegen. Und guck mal, Fax hat jetzt sieht man auch dein Follow. Danke auch dafür. Den habe ich vorher auch zum Beispiel nicht gesehen. So, Just Time. Oh, hoppla. Erstmal kriegt Just Time noch eine Sinelbeere. So, okay. Ich speichere einmal noch ganz kurz. Hoppla. Kann ich noch irgendwas machen, bevor wir jetzt gegen den reingehen? Ich appreciate es, dass du das T groß geschrieben hast. Ja, ich habe auch bei Corvo hätte ich ganz gerne auch das C groß geschrieben, weil ich finde es immer cooler, wenn so, wie bei Pokeball ist das P und das B ja groß. Aber deswegen halte ich mich da eigentlich meistens dran. Mamoria-Encounter, ja, den Encounter, ja. Ist nur blöd, wenn ich einen Ball habe. Schreiben Sie wieder Maxi und Käfer, da war hier. Du bist so kurz vom Timeout, du wolltest schlafen und machst jetzt diesen hier. Was macht der Lehrer denn? Ich hoffe, alle sterben in Game. Elia, es gibt Grenzen. Aber ich glaube, sonst haben wir nichts, ne? Hab ich von irgendjemandem irgendwas bekommen? Ich habe alles so gut wie meist, weil ich glaube weniger. Triggert es dich, wenn ich Pokéball sie schreibe? Nö. Nein, es ist mir völlig Latte. Ich bin immer lieb. Dünnes Eis, Elia. Das ist dünnes Eis. So, hier. Komm. Komm ran an Meda. Kann ich es Verkauf bringen, bei 5k beim Verkauf. Ja, aber das wäre kacke, die habe ich mir cheated. Okay, let's go. Mich triggert, wenn man OBM-Gamer schreibt. Ja, du bist ja auch Obstbauer Michael. So, Rufflet. Ist schon ein süßes Ding, ne? Wir haben Terravolt. Und wir Willow erstmal rein. Das wird wehtun. Und wir müssen Willow. Mhm. Und jetzt treffen wir das Willow. Hallöchen! Eevee is the King. Eevee is the King. Hallöchen. Was geht ab? So, wir haben Bernie auf Vogli gemacht. Jetzt werde ich aber absorben wahrscheinlich. Macht nicht mehr viel. Sehr gut. Den kriegen wir jetzt schon mal down. Okay, ganz ehrlich. 29, 23. So, jetzt werden wir ein bisschen... Au! Einfach. Und Rollout geht auch wieder daneben. Ich hasse es! Fängt das Deck. Oh. Ey, es ist so lächerlich. Es ist so fucking lächerlich, ne? Valentina, einmal bitte. Weit, danke schön. Komm schon, weg damit. Oh.
Ja. Okay. Der ist nur Flug. Das heißt, wir können ihn mit Abschlecken, können wir ihn paralysieren. Dankeschön, ja. Rock Smash. Aua, 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 aua. Okay, nicht viel. Die Def ist gesunken. Aber wir flinchen den jetzt. Danke, Flinch. Ja, Alter, Valentina. Oh, jetzt Valentina ist so fucking OP. Okay, was ist dein letztes? Nur Emolga. Das hat halt Air Slash und Dings. Aber wir sind schneller. Nein, sind wir nicht. Wie viel macht das? 32. Okay, stimmt. Wir haben auch noch die Sinnelbeere. Die Hälfte? Ja, ja. Das killt, 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 das killt. 30 auf 18, komm. Fick dich, Falk. Ah. Okay, übrigens. Deswegen haben wir auch Falkner gesagt. Der heißt im Englischen Falkner. Roost. Das ist so fucking wichtig, ne? Ganz ehrlich, ich pack Headbutt weg. Ich will Bite haben fürs Flinchen. Brauche ich Headbutt nicht und ich will Lick behalten für die Para. Und ganz ehrlich, Wolfer kriegt auch nochmal Roost. Roost ist unfassbar wichtig. Und ich pack Bugbite mal weg. Einfach was geschoben. Ja, weil die Rollouts auch wieder gemisst haben. Halleluja. So. Jetzt ist 31er Combo immer noch das Beste. Wieso habe ich nur so Trollattacken wie Lick und Kopfpopo? Kopfpopo? Wegen Headbutt? Shame on you, Alter. Und da habe ich eine neue Klasse. Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Yo, Champ in the making. Ich habe, by the way, als Kind nie verstanden, was ist ein in spe. Ich dachte, was ist das für ein Deutsch? Champ in spe. Bis ich es dann mal rausgefunden habe, was es bedeutet. It seems this is your first gym challenge, so I'm responsible for informing you of the rules. 1. Accuracy reducing moves and evasion raising effects have been removed from this game. Baton Pass is removed from this game. Sleep Clause is in effect, meaning you only one Pokemon per team can be put to sleep at a time. 1-hit KO moves are removed from the game. The bag is inaccessible during boss battles. There is a soft level cap before each boss, which reduces XP gain significantly when a level cap is reached. Pokemon will disobey when leveled too far above the level cap. Consumable health items come back after trainer battles. Battle style is forced to set. You cannot thief items from trainers. Okay, also ist Raub eh irrelevant. Wir nehmen einmal noch den Schluck. Hat man schon? You are automatically healed to full in most boss battles to prevent certain exploits. If you ever want me to reiterate the rules, just talk to me again. Und noch einen Schluck nehmen wir auch. Good luck, Challenger. Okay. Wait, habe ich jetzt noch meine Beeren? Ja, tatsächlich, true. Beeren bleiben auch einfach. Geil. Das mit dem Heal ist actually fies, dass man nicht heilen kann. Hallo Luxray. Und wir Willowwispen dich. Aua. Dankeschön. Kann ich hier bei. Okay, hier kann ich noch heilen. Mudshot sollte killen. Oh nein, tut's nicht mehr. Und er hat sogar eine Beere. Uncool, Bruder. Oh, ich bin schneller. Keine Gegenstände, dass du geheilt wirst. True. Ach, Kaffee, Mudslap. Das haben wir schon mal. Und jetzt auch mal das Wind. Und noch mal das Wind. Wait, also bin ich jetzt automatisch vor ihm geheilt.
Aber wir machen trotzdem an. Ich weiß nicht, ich bin so jemand, ich renne lieber 10-mal. Du kannst das nicht machen, Spike, das können nur mindestens Mods. So. Dann probieren wir es mal, ob wir den ersten Orden heute schaffen. Wir haben eigentlich mit Kolossand gute Voraussetzungen. Alter, ich bin immer noch drin. Nein, Just Time und Nozomi. Ja, Nozomi wird nicht wegkommen, ja. So, you're here. I'm Brock. I'm Pewter's Gym Leader. Was, OBM? Achso, du willst, dass wir es schaffen? Er würde auch mal weiterkommen. Wir haben schon wieder anderthalb Stunden. Ich will mal weiterkommen. Aber hier ist Röckel. Vier Pokémon mit Geodude. Galar sogar. Ganz ehrlich. Terra Volt, deine Robustheit bringt dir nichts. Ich matschot dich direkt weg. By the way, ich glaube, wir können mit Ausrufezeichen Commands neue Commands machen, weil man kann jetzt auch hier battlen zum Beispiel. Rocko hat einfach einen Vulpix. Ja, wie cool. Der kann Ominous Wind, das ist nicht cool. Ja, ich bin weiter als im letzten Run, aber trotzdem. Speed gesunken, das ist okay. Geilo, das Geodude hat Custap-Finale. Okay, ich meine, juckt jetzt Kolossand nicht so, aber Terra Volt, Bruder. So, kriegen das hin. Hatschen. Plack. Gut, dass meine Beere weg ist. Und Willow trifft. Das ist wichtig. Also wir können es absorben. Wette A, wir haben die Wette verkackt. Er hat Root. Das ist gut. Der verliert seinen Flugtyp. Ich heile nicht mehr hoch. Das ist sehr gut. Und ich heile mich gerne hoch. So, warte mal. Wir können doch, glaube ich, Ausrufezeichen. Hier, eine Liste mit allen Befehlen. Dann können wir die auch mal einsehen. Komm, Rooster nochmal. Nein, plack nicht. Rooster. So, das Ominous Wind für den Boost, sagt ihr? Sad Life. Okay, letztes Pokémon. X-Bud. Onix. Er kann mich doch eigentlich nicht one-hitten, oder? Der hat Bulldoze. Close one. Aber das sollte nicht killen. Der hat noch eine Beere. Noch ein Bulldoze. Das ist okay. Das sollte einfach Kolossand durch sein. Jetzt können wir auch kurz speeden. Halleluja, wir haben Rocko besiegt. Woo! Wir kommen mal weiter. Halleluja! Perlo einfach Bombe! Und ohne Terra Volt Kolossand ist dann einfach das Ding. Und Rocktomb.